Ja, liebe Freundinnen und Freunde, willkommen heute am Aschermittwoch zu meinem abgespeckten politischen Aschermittwoch hier in der Obersteiermark in, so hoffe ich, netten, traditionellen Ambiente, ohne Live-Musik, ohne tolle Gäste, ohne gewaltige Stimmung, aber dafür mit ein paar kleinen Ideen im Kopf, die ich gerne mit euch teilen möchte, in gewohnt satirischer Art und Weise, ein bisschen aber auch anzuregen, nachzudenken. Ganz ohne Bier geht's nicht. Ich habe ein tolles Murauer Bier mitgebracht, also falls ihr ein Bier zu Hause habt, nehmt es zur Hand. Relativ wenig Schaum, viele werden mir das jetzt zu Recht vorwerfen, deswegen trinke ich gleich aber. Prost! Im politischen Aschermittwoch geht es ja auch immer darum, Dinge anzusprechen, die sonst so pointiert nicht den großen Platz haben. Möchte ich gerne heute mit der Freiheitlichen Partei beginnen. Zuerst haben sie an den Jörg Haider geglaubt, dann an den Strache, dann an den Kurz und seine Regierung. Inzwischen sind sie so weit, dass sie an gar nichts mehr glauben, nicht einmal mehr an den Coronavirus. Der Sebastian Kurz, bei dem läuft es ja gerade nicht so gut. Umfragen sind im Keller, nur die Frisur ist schön. Ich habe selten jemanden erlebt im Lockdown, der eine so schöne Frisur hat. Keine Ahnung, wie das der Kanzler macht, aber das ist das einzige Geheimnis, das bei ihm geblieben ist. Denn das Krisenmanagement kann es eher nicht sein. Ich glaube, er hat ein neues Motto. Es ist mir alles viel zu schwer, darum gehe ich lieber zum Friseur. Wenn nichts mehr geht, dann geht die Haarpflege. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, um seriöse Krisenpolitik zu machen. Kommen wir doch dann vielleicht zu den Neos. Ich liebe ja die Neos. Es ist ja schwer, wenn man denen in der Opposition sitzt. Die werden einem ja unglaublich sympathisch. Ganz ehrlich, ab und zu spüre ich ja auch schon diese unsichtbare Hand des Marktes, von der die Neos immer sprechen. Ganz so ist es ja dann eigentlich doch nimmer. Alle dürfen gescheiter werden in der Politik. Seit sie mit uns in Wien regieren, hört man ja auch nicht mehr die ganz großen Privatisierungstöne. Wer weiß, vielleicht mache ich dann mit dem Sepp Schellhorn eine Genossenschaft als Konkurrenz zu Raiffeisen. Schlechter kann es, glaube ich, eh nicht werden. Und das wäre ein guter Punkt, um die Gesellschaft und die Wirtschaft in Österreich weiterzubringen. Man muss ja auch über sich selber lachen können. Die Sozialdemokratie ist ja in Summe im Wickelwockel gewesen, um es gut steirisch zu sagen. Wir haben nicht genau gewusst, ob wir jetzt in Opposition oder Regierung sind. Mir kommt es fast so vor wie die Maskenträger, die die Maske zwar oben hatten, aber sie unter der Nase getragen haben. Ein bisschen möchte ich dann schon was beitragen, aber ganz so dann auch nicht. Auf alle Fälle, ich würde sagen, heuer Maske rauf, vorwärts. Möchte mal einen Schluck trinken. Die Grünen sind ja in die Bundesregierung eingestiegen, damit die Freiheitliche Partei nicht mehr mitregiert. Das war der Anspruch, vieles zu verhindern und besser zu machen, was unter Schwarz-Blau passiert ist. Ich glaube, dieser Anspruch, der hat sich eher schon in Luft aufgelöst. Einige probieren das auch bei einem Bärenangriff, nämlich sich totzustellen. Die Grünen versuchen sich gerade vor der ÖVP totzustellen, damit sie ihnen nicht noch mehr wehtun. Das ist, glaube ich, nur eine bedingt gute Strategie. Den Werner Kogler treibt in dieser Regierung nur mehr die Hoffnung, dass die Gastronomie bald wieder aufsperrt. Rudi Anschober ist alles, nur kein Krisenmanager in dieser Krise. Er ist der Hoffnungsmeister der Republik, der sich für alles entschuldigt, was Sebastian Kurz verbricht und der zum Schluss leider kein Witz ist, sondern bittere Realität. Dann kommen wir vielleicht auch zur Sigi Maurer, dass der einst so großen Kämpferin für Ungerechtigkeit ist eine Steigbügelhalterin von Gust Wöginger und Sebastian Kurz geworden. Leider hat sich gezeigt, vor allem auch bei der Hackler-Regelung, dass die Sigi Maurer zwar Maurer heißt, aber definitiv keine Ahnung hat, wie es den Maurern in Österreich geht. Über unsere Regierung, da kann man ja eigentlich überhaupt nicht lachen, weil leider ist die echt und die der Bundeskanzler bekämpft Coronavirus mit Inseraten und mit Ablenkungsmanövern, aber leider nicht mit wirklicher Krisenpolitik. Der Finanzminister sucht noch immer seinen Laptop. Naja, vielleicht wird er ihn bei der Staatsanwaltschaft finden. Der Wirtschaftskammerpräsident nimmt seinen Job, glaube ich, allzu wörtlich. Denn der hat die Wirtschaft in eine Kammer gesperrt und lässt sie nicht mehr raus. Und dann haben wir noch unsere gewaltige Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Schramböck. Ich finde ja eigentlich es sehr gut, wenn sich jemand unglaublich hohe Ziele setzt. Aber dass sie geglaubt hat, mit ihrem Kaufhaus Österreich-Projekt jetzt Amazon auszunocken, ist dann doch etwas vermessen gewesen. Das wäre ungefähr so, wie wenn mein TuS St. Peter am Kammersberg sich vornimmt, morgen den FC Liverpool zu schlagen. Grundsätzlich, glaube ich, ist das Ziel ein bisschen zu weit gegriffen. Es wäre eher gescheit, dass sie versuchen, sich in ihrer Liga durchzusetzen. Die Frau Schramböck hat das
nicht so begriffen. Sie hat eine sogenannte, und sie hat es mir persönlich so gesagt, Homepage versucht, die nicht zum Shoppen, sondern zum Bummeln gedacht ist. Eine Bummel-Website, in der man dann nichts kaufen kann, in der es auch nichts gibt. Das ist dann die DDR im Internet. Ob das gescheit ist, wage ich zu bezweifeln. Kommen wir zur ÖVP. Was soll man da sagen? Die Rolling Stones haben gesungen, No color anymore, I want to paint it black. Die ÖVP, das schwarze Loch der österreichischen Politik, oder Türkis, wie ihr wollt, auf alle Fälle sind sie in der Lage, jeden politischen Partner in ihrem Loch zu verschlingen. Da bleibt nichts über. Die ÖVP ist eigentlich die einzige Konstante in Österreich, wenn es darum geht, dass politische Intrigen geschmiedet werden. Und die ÖVP ist diese politische Kraft in Österreich, die eines gezeigt hat, egal wie der Anstrich ist, wir bleiben bei unserem Geld, bei unserem Posten. Die größte Reform in Österreich wäre es, die ÖVP aus der Regierung zu bekommen, denn die Konstante des Stillstandes, die Konstante der Machtpolitik und die Konstante der Selbstbewirtschaftung ist die ÖVP. Und diese ÖVP, vielleicht jetzt Türkise, können alle sagen, wie sie wollen, das ist diese Partei, die den neuen Stil geprägt hat. Geblieben ist nichts, alles nur Schall und Rauch. Der Anstrich ist neu, die Politik ist härter und älter wie zuvor, ohne Anstand, ohne Moral. Hauptsache, es passt für die Spender und für die Parteifunktionäre. Wir alle gemeinsam, und das sage ich euch ganz ehrlich, damit man auch was Ernstes diskutiert heute am politischen Aschermittwoch, wir alle werden uns fragen müssen, welche Politik wollen wir in Zukunft haben? Wollen wir eine, die nur für die Großen mehr funktioniert, die sie sich selbst richten können? Wollen wir ein System weiter haben in der Welt, in Europa, in Österreich, das ausschließlich fordert von den vielen? Oder wollen wir wieder eine Politik formulieren, die in neuer Form zum Ausdruck bringt, was sich so, so viele wünschen? Nämlich Politik mit Leidenschaft und Herz, die anspricht und verändert ein System, das für die ganz normalen Leute nichts als nur mehr Druck bringt. Eine Politik, die wieder ein Versprechen formuliert, das Wohlstand für alle bringt. Eine Politik, die ein System schafft, das die Natur nicht zerstört. Eine Politik, die den Mut hat, was zu verändern und sich nicht hinter der Verwaltung versteckt. Die die wirklichen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger dieses Landes in den Mittelpunkt stellt. Die funktioniert für meinen besten Freund, der angelernter Installateur ist. Die funktioniert für die Alleinerziehende. Eine Politik, die den vielen wieder die Kraft gibt, an etwas zu glauben und die uns in Österreich wieder die Solidarität gibt, bei allen Meinungsverschiedenheiten gemeinsam für was Besseres zu wirken. Das wäre für mich die sozialdemokratische Aufgabe. Und die brauchen wir dringend, denn die ist der Gegenpol zu dem, was diese Regierung gerade macht.